Hallo, Servus und willkommen zu einem neuen Video. Das Unternehmen Meyer Burger, das gibt es schon seit über 70 Jahren und sie mussten schon mehrere Krisen überstehen. Doch mittlerweile ist, denke ich, jedem klar, dass es selten so ernst, wahrscheinlich noch nie so ernst war wie jetzt. Das sieht man schon alleine heute wieder 28% eingebrochen, eine Market Cap von gerade mal nur noch 122,38 Millionen. Meyer Burger hatte heute eine außerordentliche Versammlung gehabt und ein paar News bekannt gegeben. Und da schauen wir mal in einen Bericht rein und gehen den zusammen durch. Ich werde ihn unten natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, wenn wir da jetzt nochmal rausgehen, beziehungsweise heute einfach, kannst du auch unter News die Infos finden. Wir nehmen jetzt erstmal das erste von finanzen.ch. Ich, wie gesagt, verlinke dir das und möchte einfach mal da meine Meinung dazu äußern, beziehungsweise dich auch einladen und in der Videobeschreibung oder wenn du willst, auch gerne in der Telegram-Gruppe, wo Meyer Burger natürlich auch marginal ein Thema ist, ja, zur Kommunikation, zum Austausch einladen. Fangen wir vielleicht an. Meyer Burger Aktie knickt kräftig ein. Meyer Burger nennt Details zur geplanten Kapitalerhöhung. Ja, da kurzer Hinweis: 28% waren es heute in den letzten 6 Monaten schon über 90%. Die Market Cap, die war weit über 2 Milliarden zwischenzeitlich. Jetzt ist sie wieder runtergekracht auf 120, 122 Millionen. Ja, das Solarunternehmen Meyer Burger will sich bekanntlich über eine Kapitalerhöhung rund 200 Millionen Franken an frischen Mitteln sichern, um die geplante Expansion in den USA zu finanzieren. Also Meyer Burger, muss man dazu sagen, hatte schon vor einiger Zeit eine Kapitalerhöhung gehabt. Damals war es auch so von den Anlegern mit Zähneknirschen entgegengenommen worden, aber dann, weil eben alles gut anlief, war es dann doch in Ordnung. Damals gab es dann auch die Möglichkeit, dass man eben neue Aktien kaufen konnte zu Vorzugspreise und dadurch hat Meyer Burger Geld gehabt und wollte in Deutschland einen Standort ausbauen, was sie gemacht haben und in den USA auch anfangen. Ich meine, in Goodyear war es alles schön und gut, das kann man mal machen. Aber was jetzt natürlich gemacht wird, da ist natürlich verständlich, dass die meisten rausgehen. Hier heißt es, also man muss dazu sagen, jemand bittet um Geld, du gibst alles schön und gut und plötzlich heißt es, ja, Moment mal, das Geld reicht doch nicht. Ja, was ist mit dem Geld passiert? Warum reicht es nicht? Warum läuft es nicht, wie es laufen sollte? Und als Anleger willst du natürlich Sicherheit, ja, Transparenz und Sicherheit. Gut, Meyer Burger ist transparent, müssen sie auch, aber trotzdem ist so die Frage, ja, was ist denn mit dem ganzen Geld passiert und warum sind die Leute so unzufrieden? Und jetzt kommt natürlich das Brutale und das tut weh, wenn man das liest. Demnach plant Meyer Burger die Ausgabe von bis zu 20.144.423.886 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 0,01 Franken je Titel. Das Bezugsverhältnis für bestehende Aktionäre wurde von 28 neue pro 5 bisherige Aktien festgelegt. Ja, weißt du, was das heißt? Das heißt, alles wird jetzt richtig verwässert, alles wird günstig und wer jetzt noch Aktien hält, die verlieren dann natürlich an Preis und alles geht runter. Das ist natürlich das große Dilemma, wo viele gesagt haben, ganz ehrlich, das mache ich nicht mehr mit. Warum? Ja, am Ende wollen sie wieder Geld und wieder und alles weiter verwässert und da kann ich ja gleich jetzt rausgehen, die Verluste gegenrechnen lassen und in bessere Projekte investieren. Das sagen viele. Andere sagen jetzt so, hey, Moment mal, ich habe mir für ein paar Tage 50.000 gegönnt. Bin natürlich schön blöd, hätte ich das jetzt vorher gemacht, dann hätte ich ein bisschen später gemacht, dann hätte ich jetzt noch mehr bekommen können. Ich habe ungefähr 3.000 Euro ausgegeben. Egal. Heißt jetzt 28 neue pro 5, also ich könnte 280.000 neue Aktien bekommen für einen Cent, also 2.800 Dollar. Stimmt das? Stimmt, ne? 2.800, 28.000, 280.000, ja. Das heißt, ich habe jetzt 50.000 gekauft für 3.000. Jetzt konnte ich 280 bekommen, 280.000 bekommen, also fast fünfmal so viel für 2.800, wobei Franken, ne? Das ist sogar noch ein bisschen, ja, ist ähnlich, sagen wir mal wieder Euro.
wie es jetzt genau ist, weiß ich, wie der Kurs ist, weiß ich jetzt nicht genau. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wo ist die Chance drin? Viele denken sich, boah, 28 Aktien kann man jetzt kriegen für 5, wo man hält, weißt du was? Und dann kommen jetzt vielleicht einige und die ballern da jetzt einfach ein bisschen rein, weil sie kaufen wollen. Das kann es natürlich sein. Und die Bezugsrechte können von 20. bis 26. März gehandelt werden. Der definitive Betrag der Transaktion wird dann am 3. April bekannt gegeben. Ja, also das, wie gesagt, ist alles natürlich eine schockierende Nachricht. Allerdings muss man natürlich eins dazu sagen. Ich sehe gar nicht alles so schwarz, sonst wäre ich auch vorher gar nicht reingegangen. Ich will ja jetzt an dieser Stelle, just an dieser Stelle mal ein paar Vorteile nennen. Also erstens mal, heute geht es wieder 30% runter. Das ist Schock. Das sind Leute, die dann rausgehen, die dann vielleicht ein Stop-Limit gesetzt haben und vielleicht auch gar nicht raus wollten, das gar nicht mehr wussten. Das ist dann oftmals so, dass die Angst in dem Moment komplett das Ruder übernimmt und die Leute dann komplett sagen, ey, du, ganz ehrlich, scheiß drauf, ich gehe raus. Das heißt, so ein Preis kann sich dann auch schnell wieder mal um 10% erholen. Das nächste ist natürlich, wenn jetzt einige sagen, hey, egal was kommt, Meyer Burger, ich bleibe treu, die werden sich vielleicht jetzt noch, weil es in dem Sinne natürlich klug wäre, einkaufen, um dann also 28 neue pro 5 bisherige Aktien bekommen zu können von einem Bezugspreis von einem Rappen. Das ist natürlich Weltklasse. Das ist natürlich eine Riesenchance. Dann sagt Meyer Burger auch, hey, du pass mal auf, wir machen da weiter, wo man machen wollte, in den Vereinigten Staaten. Das kann natürlich dann auch positiv ausgelegt werden. Hey, die haben einen Plan und den wollen sie jetzt. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und wenn die Amerikaner ein bisschen klüger sind als die Deutsche, und wir kommen gleich auf den Punkt, auf was ich hinaus will, das heißt, ihre eigene Autarkie stärken wollen, dann ist es natürlich auch ein Vorteil, dass es da vielleicht weitere Subventionen gibt und weitere, naja, vielleicht positive Neuigkeiten gibt, weil wir Deutsche haben es definitiv nötiger, in Solar zu investieren, als jetzt zum Beispiel die Amerikaner, die auch auf anderen Mitteln Rohstoffe haben. Ja. Jetzt gehen wir aber mal weiter. Und zwar an der Bezugsrechtemission werden auch der größte Aktionär Santis Capital und der größte Kunde DE Shaw Renewable Investments partizipieren, wie es in einer Mitteilung von Montag heißt. Ja, das ist sehr erfreulich, wie ich finde. Die beiden Gesellschaften seien Bezugsverpflichtungen im Umfang von insgesamt bis zu 67,5 Millionen Franken eingegangen, wovon auf Santis allein bis zu 50 Millionen entfallen. Das ist definitiv ein Signal, wo ich denke, wow, die sind da echt dabei. Vielleicht sagen sie, okay, Schadensbegrenzung. Vielleicht sagen sie, nö, da stehen wir 100% dahinter. Das weiß ich nicht, aber ich finde es auf jeden Fall, so wie ich es lese, sehr gut. Auch die, wobei man, an der Stelle will ich aber auch noch eine Sache sagen. Wenn natürlich jetzt so Leute, die so Summen reingehen, haben die natürlich dann aber auch später bei Hauptversammlungen zum Beispiel Vetorechte, Mitspracherechte, weil sie dann eben einen riesen Anteil haben oder jetzt noch mehr haben. Das kann natürlich auch ein ganz krasser negativer Punkt sein, muss man natürlich auch dazu sagen. Ja? Also das nur so nebenbei. Auch die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Anteil 0,37% nehmen an der Kapitalerhöhung teil. Ja, das ist spannend, finde ich. Ob sie es aus eigener Tasche zahlen, würde mich mal interessieren. Das Geld aus der Kapitalerhöhung braucht Meyer Burger für Investitionen in den Produktionen in den USA. Wie im Februar angekündigt, baut das Unternehmen Werken in den US-Bundesstaaten Colorado und Arizona und zählt dabei auf großzügige Subventionszahlungen. Das ist super, ja, wenn die Amerikaner sagen, hey, das machen wir. Wobei, da ist natürlich auch wieder die Frage, wenn jetzt die Präsidentschaftswahlen sind und Biden und vielleicht Trump wieder miteinander ringen. Also, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, Trump hat gute Chancen zu gewinnen und ich weiß nicht, ob das dann gut oder schlecht ist, also ob er dann wirklich so in Solar reingehen wird oder eben nicht. Also, das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie es da ist, weil das Versprechen von Biden mit Solar und so weiter, naja, ob das wirklich so aufgegangen ist. Viele haben ja damit total großem Hype gerechnet, wenn Biden dann an die Macht kommt und der ist ja in vielerlei Hinsicht dann schon so ein bisschen blass geblieben, was die Versprechen da angehen. Demgegenüber hat die Meyer Burger mit Blick auf Deutschland beschlossen, die Produktion in Freiberg
vorerst einmal stillzulegen. Das ist natürlich richtig, 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 richtig mies. Und mies deshalb, es tut halt einem leid, wie viele Millionen da reingebuttert worden sind. Und jetzt wird es stillgelegt. Und vor allem, da hängen ja auch Arbeitsplätze dran, da hängen Familien, da hängen alle möglichen Leute hinten dran. Und da ist eben für mich so die Frage, also natürlich muss ein Staat da nicht eingreifen, wenn eine Firma Murks baut, ja. Aber ich denke nochmal, gerade wir in Deutschland sind doch die, die wo am lautesten schreien, oh Gott, wir müssen autark sein und die Grünen wollen dies und das und Ananas. Dann hast du einen Bundeskanzler, der irgendwelche Anteile von einem Hafen in Norddeutschland, in Hamburg irgendwo an Chinesen verschenkt. Also im Endeffekt, wir Deutsche sind momentan Prostituierte der Amerikaner. Ja, wo wir unser Gas herbekommen. Wir sind am liebsten immer noch mit der Nord Stream 2 oder hätten wir am liebsten noch, den es nicht mehr gibt, schreien ganz laut, dass wir jetzt Atomkraftwerke abschalten müssen, gleichzeitig aber keine erneuerbaren Energie kommt, ja, und machen uns natürlich auf der anderen Seite auch abhängig von den Chinesen. Also was wollen wir überhaupt? Wer sind wir? Im Endeffekt ist Deutschland momentan sowas wie ein rückgratloser Schleimpilz, muss man sagen, der nicht autark ist. Und das wäre doch jetzt mal ein Zeichen meiner Meinung zu sagen, hey, da gehen wir jetzt mal rein. Ich sage jetzt nicht in Meyer Burger, ich sage aber bewusst in Solarenergie, auch wenn Solarenergie natürlich durchaus auch viele Nachteile hat, wie hohe Produktionskosten. Und oftmals wird deswegen gesagt, ja, China, das ist einfach so günstig. Nee, man kann es auch hier auf Dauer günstig herstellen und hat Möglichkeiten. Und das ist eben so eine Sache, wo ich mir eben sowas erhoffe. Und abschließend will ich natürlich sagen, ist Meyer Burger natürlich hochriskant. Da besteht jederzeit die Gefahr, dass dieses Unternehmen komplett pleite geht, dass man alles, was man reinbuttert, komplett verliert. Ich bin mir dessen bewusst gewesen und dennoch bin ich der Meinung, dass hier eine richtig gute Möglichkeit besteht. Gerade Stichwort Subventionen, wenn dann wirklich mal geliefert wird und wenn man dann wirklich geschlossen ist gegen die enorme Gefahr, die eben aus China kommt, dass China irgendwann mal ein komplettes Monopol auf all das hat. Momentan haben wir noch die Karten in der eigenen Hand, aber wenn man jetzt nicht bald handeln, dann weiß ich nicht mehr weiter. Ich sage jetzt nicht, dass wir komplett in eine Sonnenenergie gehen sollen. Wir in Deutschland haben Meere, in Deutschland haben Winde, wir Deutschland haben so viele Möglichkeiten, grüne Energie zu nutzen. Ja, es gibt auch Wasser oder Kernfusion oder von mir aus Wasserstoff. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, nicht nur Solarenergie, aber wir müssen da definitiv kommen. Und ich bin mir auch sicher, das wird geschehen. Und deswegen bin ich und bleibe ich da absolut optimistisch. Und wenn es die Möglichkeit gibt und ich da tatsächlich auch teilnehmen kann, dann werde ich mir, denke ich, auch die 280.000 holen. So nach dem Motto Geish oder Fresh, so sagt man im Süden. Also ja, ganz oder gar nicht. Und ja, wenn du dazu Fragen hast, dann komme in die Aktien-Trading-Gruppe rein. Da geht es um alle möglichen Aktien. Und Meyer Burger, wie gesagt, ist da sicherlich auch ein Thema, auch wenn es jetzt nur eher am Rande ist. Und da kannst du dann alles dazu stellen. Diesbezüglich wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, ciao, ciao.